So, probieren wir es jetzt nochmal aus. Ansonsten, Leute, tut es mir echt leid. Das liegt aber nicht an mir, weil meine Upload-Geschwindigkeit ist auf jeden Fall super. Okay. So, ich habe den zwar gefunden, aber das bringt mir ja nichts, wenn die keine Energie hat, ne? Okay. Oh. Ich hab grad was ganz. So, jetzt aber. So. Ich hoffe, dass es jetzt besser funktioniert. Am Anfang gibt es immer leichte Schwierigkeiten, das weiß ich. Jeder Hund ist in Schwierigkeiten. Ach ja, stimmt. Die Energie ist im Keller gewesen, genau. Kurz, dann belassen wir das mal kurz hier. Da, ich bin jetzt. Ich hoffe, dass der Stream jetzt ein bisschen besser funktioniert, Leute. Wie gesagt, am Anfang kann es noch zu kleinen Ruckeln kommen. Kurz warten, danach wird es besser. Das weiß ich. Okay, so. Dann gehen wir mal erst in den Keller. Hätte ich doch nur eine Haarklammer. So, jetzt müssen wir erstmal den Passwort finden. Wähle mit L ein Büchse, drücke X. Ist dein Gewählspaar nicht richtig? Ist die Zahl der richtigen Buchstaben sowohl Position selbst auf dem Bildschirm angezeigt? Okay. Ja, Leute, jetzt müssen wir erstmal nach dem Passwort suchen. Perfekt, Hauptsache ihr seid jetzt glücklich. Meinst du mit dem Passwort? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Jacob, das klingt sehr cool. Jacobs Shops. Keine Haarklammer. Scheiße. Ja, ich hab's auch noch nie verstanden. Level up, such die einen, bla bla bla, irgendwas. Okay, Woman. Dollar. Fehler, okay. Woman. Shops. Goods. Takes. Scheiße. Hat nicht geklappt. Ja, wir müssen erstmal nach einer Haarklammer suchen. So bringt das nichts. Oh, sehr gut. Springmesser, falls wir jemanden abstechen wollen. Kurz einen Moment. Ich weiß es jetzt leider auch nicht selber, wie das mit dem Passwort funktioniert, aber. Ups. Ach du Scheiße, wir haben den komplett seinen Arm abgeschossen. Seht ihr das, Leute? Scheiße. Okay, wir müssen jetzt aber mal weitermachen hier. Und zwar, ich muss jetzt mal nach einer Haarklammer suchen oder eine Alternative finden. Bingo. Yeah.
bist nicht das, was Darkmeat in diesem Viertel... Er ist ein braver Hund. Und auch klug. Oh ja. Darkmeat findet Leute, die ihn brauchen. Und jetzt... Ich habe das letztens irgendwie zufällig geschafft. Diesmal hat es nicht so geklappt. Gesehen. Siehst du meine Augen? Meine Craft? Guck mal, super geil, ne? Ich habe die extra so groß gemacht. Sag mir bitte, was du weißt. Ich fühle mich wie eine verrückte Alte auf. Das sind die Camps. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Seit meiner Kindheit. Was meinst du mit echt cool? Ich bin ganz Ohr. Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Oh, und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Die macht mir echt Angst. Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Tut mir leid. Schade. Aber ich weiß es nicht. Das dritte Auge. Okay, die redet mir zu viel. Also unsere Augen sind eigentlich nicht schlecht, ne? Wir kriegen einen Waldbewohner? Was willst du in diesem dummen Anzug tun? Verbluten? Das geht überhaupt nicht an, was ich da will. So, ich suche gerade nach... Warte, was war da? Da war was, irgendwas mit Clem. Clembrett, achso, schade. Schade. Wir suchen mal hier kurz was ab. Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, diese Tür aufzuknacken, gegebenenfalls. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie läuft der Stream jetzt eigentlich? Besser? Ach shit, guck mal, da haben wir komplett den Kopf und die Organe abgeschossen. Das tut mir voll leid. Entschuldigung. Perfekt, sehr gut. Und der Stream scheint irgendwie besser zu laufen als vorher, weil ihr bekommt alles schneller mit. Sehr gut. Haarklammern, genau. Haarklammern. So, jetzt sind wir wieder beim Passwort. Storm. Boost. Schade. Calls. Schade. Dieser Terminal wurde gesperrt. Schade. Wir müssen jetzt zu einem anderen Terminal. Ah ja, warte. Wir haben jetzt ein Level Up. So, wir sind hier bei Level 2. Jetzt können wir Gewehrschütze... Schatzsuche. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Sehr gut, sehr gut. Yeah, yeah, yeah. So. Ich gucke mich jetzt hier erstmal um. Vielleicht finde ich ja was. Schraubenzieher. Das ist zwar schön und gut, aber das ist das nicht das, was ich suche. Schraubenschlüssel, okay. Schere, Obernmarke, okay. Aber keine Haarklammern.
Ja, ich muss das irgendwie zufällig versuchen. Ich kann das nicht anders machen. So. Was? Schau mich nicht an, Neuer. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich hab's letztens auch geschafft. Da ist Rocky. Scheiße. Fuck. Reparier nur Sachen. Wir müssen eine Haarklammer finden. Ich brauche eine Haarklammer, Leute. Erst Jet und dann Psycho nachwerfen. Warte mal. Mann. Wir können doch nicht hier drin bleiben. Ich such kurz. Jemand muss was unternehmen. Was ist denn mit den anderen passiert, Leute? Ich weiß gar nicht, wo die anderen jetzt sind. Also warte. Oder? Finde ich schade irgendwie. Ah, miese, ey. Wie habe ich das denn letzten Sommer geschafft? Ich brauche eine Haarklammer, Leute. Ich brauche auf jeden Fall eine Haarklammer. Denk dran. Kurzer Moment. Okay. Ich probier's mal. Ich hoffe, dass der Terminal jetzt nicht komplett gesperrt ist. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich hab eine Idee. Das wär's. Ich hab's geschafft. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. So. Ich weiß jetzt zwar wirklich nicht, was ich gemacht habe, aber es hat funktioniert. Ja, irgendwie zufällig. Das war wirklich nur Zufall und Glück. Aber ich habe mir schon gedacht, irgendwie, als du mir das geschrieben hast, Koopa Troopa, ne? Habe ich gedacht, dass irgendwie ich sinnvolle Sätze vielleicht bilden muss auf Englisch. Deswegen hat das vielleicht gerade nicht funktioniert. Weißt du, was ich meine? Und ich wollte dann irgendwie always like peace oder sowas eingeben. Ich dachte, vielleicht klappt das dann. Na, na, na. Wir zocken jetzt eine Runde Fallout. Na, 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 na. So, jetzt haben wir die Energie. So. Jetzt geht's los. Guck mal, Koopa Troopa, ne? Der macht nie Smileys und so. Der ist einfach. Der will mit uns nicht lachen und so. Ist so. Ich hab ihn erwischt. Ist so. Irgendwie fängt langsam das Spiel an, Spaß zu machen. Komischerweise. So.
Ja, das kann sein. So, jetzt sind wir aber ready to rumble. Das aktivieren wir jetzt hier mal eine Runde. So. Schnapp dir die Minigun. Wo ist denn die Minigun? Den Gegner aus dem Blick verloren. So. Yes. Aber das war noch nicht alles. Jetzt wird's hardcore, Leute. Jetzt wird es hardcore. Wildbull spielt hier mit mir spielen, was? So, hier muss doch irgendwann mal das große fette Monster kommen. Wo ist das noch? Ja, genau, richtig, genau. Ich suche es gerade nur. Es hätte eigentlich schon längst da sein müssen. Ah, da sind noch ein paar Gegner. So, die haben wir jetzt alle erledigt. Alle. Eiskalt fertig gemacht. Okay, okay. Aber ich glaube ich falsch, oder? Der müsste schon längst da gewesen sein eigentlich. So, ich habe das eigentlich in Erinnerung, dass er schon längst da gewesen sein müsste. Offensichtlich. Normalerweise müsste der schon längst da sein. Ich habe jetzt irgendwas, glaube ich, falsch gemacht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ah, da ist er ja. Oh, fuck. Ach du Scheiße. Shit. Komm schon. Oh, komm schon. Weg hier, weg hier. Oh shit, der ist viel zu nah dran. Oh verdammte Scheiße, der bringt so. Wir sind tot. Sowas von tot. Verdammte Scheiße. Beim letzten Mal habe ich es ein bisschen anders hingekriegt. Wir müssen von weiterer Entfernung auf jeden Fall schießen. Ich weiß schon Bescheid, aber ist schon ziemlich schwer. Ziemlich schwer. Aber das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Nochmal. So, dann haben wir jetzt alles.
Oh shit. Ach du Scheiße. Idiot. Ey, ich kann mich ja... Scheiße. Idiot, anstatt auch nicht zu schießen. Komm schon, verdammte Scheiße. Komm schon. Jawohl. Jawohl. Geile Sache. Wo ist er? Ja, yeah, wir haben es geschafft, Leute. So, das war die Todeskralle. Hör mal, hast du sie noch alle? Verpiss dich mal, denkst du, du hast überhaupt eine Chance gegen mich oder was? Ich mach dich richtig fertig, Junge. So. Mach dich nackig. So. Hab ich das nicht gut hingekriegt, Leute? Oh, tut mir leid. Habe ich zwei auf einmal erledigt. Entschuldigung, bitte. Entschuldigung, bitte. So, haben wir es jetzt geschafft? Ja. Okay. War doch ziemlich gut, oder? Wir waren doch ziemlich gut eigentlich, oder? Wir haben das richtig gut hingekriegt, denke ich. Immer mit der Ruhe, Mann. Alles okay. Alles gut, Press. Mach keinen Aufstand. So, dann haben wir es nämlich geschafft. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ach so, oh, okay, Entschuldigung. Ich habe das jetzt Minecraft, ja klar, natürlich. Ich hoffe, das ist jetzt okay so, von der Lautstärke her und auch von der Stimme her. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sich... Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du wärst auf der Durchreise. Vielleicht lässt dich das hier nochmal nachdenken. Es ist nicht viel, aber mehr haben wir nicht. Und du hast es dir verdient. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Okay, Gabi. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Ist es okay so? Tut mir leid, ich habe das gerade gelesen. Loch in deinem Herzen. Okay, ich höre. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur... seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Klingt, als solltest du dich besser auf den Weg nach Diamond City machen. Wir brauchen das dritte Auge.
Okay, okay. Ich würde sagen, wir behalten den Anzug erstmal, oder? Sanctuary wartet. Keine Sorge. Ich bringe diese Leute nach Sanctuary. Sie hat davon erzählt. So, dann behalten wir den Poweranzug so gut es geht. Ich denke mal, wenn wir den Poweranzug behalten, dann wird vieles einfacher, oder? Das letzte Mal habe ich den Poweranzug nämlich zurückgelassen. Das war eigentlich schlecht. So. Guck mal, was haben wir denn jetzt hier? Coole Sache. Geh zu Preston City und Sanctuary. Okay. Okay, da ist er. Okay. Okay, alles klar. Ich behalte ihn. Das war auch, glaube ich, letztens der Fehler, den ich gemacht hatte. Ich habe den einfach hier gelassen. Das erste Mal, dass ich eins von diesen Dingern aus der Nähe sehe. Bin froh, dass es schon tot ist. Ja, ich werde dafür sorgen, dass wir ab morgen Mad Max spielen. Mad Max. Minecraft, ich schätze mal ungefähr gleich, nur ein bisschen anders. Okay, alles klar. Wir gehen jetzt zusammen mal dahin. Oh shit, da passiert was. Über Power-Rüstungsstationen repariert werden. Kurzen Moment. Oh shit. Behaupten, dass ich diesen Eiterpickel am Arsch des Commonwealths vermissen werde. Falls du von hier kommst, das war nicht böse gemeint. Kurzen Moment, ich schau mal. Wo gehen wir hin, Marcy? Keine Sorge, Jude. Bleib einfach bei mir. Es wird alles ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht warum. Liegt das irgendwie an mir? Ich weiß es nicht. Also, ich habe ja zumindest das gemacht, was alle wollten, oder? Also wir hatten uns ja entschieden, heute das zu machen und ich habe ja gesagt, ab 20 Uhr fangen wir morgen an. Also heute. Und wir haben ja gemeinsam sogar bei Null angefangen, also ich bitte euch. Oder vertue ich mich da jetzt? Ja, komm weiter, Mann. Hallo. Wir müssen weiter. Vom Paradies, was? Sturges? Könnte gutes Zeug drin sein. Aber gehen wir zuerst nach Sanctuary. Ja, aber der Pan macht ja auch nicht viel. Eigentlich. Genau, richtig. Denke ich auch. Es war ja untereinander abgesprochen, dass. Und alle waren ja dabei irgendwie. Oder dafür. Sonst hätte ich ja was anderes gemacht, ne? Also ich hätte ja niemals irgendwas gemacht, wo andere nicht für... Also wenn alle jetzt gesagt hätten, nee, wir möchten wir nicht, dann hätte ich das ja gar nicht gemacht. Verstehe ich nicht.
Naja. Ich glaub's ja nicht. Das ist das Denkmal für die ursprünglichen Minutemen. Ich wusste, dass es irgendwo in der Gegend um Concord ist. Das bedeutet, dass das die Old Northbridge sein muss. Dort fielen die ersten Schüsse der amerikanischen Revolution. Ich würde sagen, das ist das beste Omen, seit wir Quincy verlassen haben. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Boss, aber ich finde es schön, dass du dich darüber freust. So. Nee, wir hatten das gestern auf jeden Fall abgesprochen. Hundertprozentig. Ja, Mario Parker ist gegangen, weil das Stream irgendwie gelagt hat bei ihm. Vielleicht kommt er ja nochmal. Warten wir es ab. Wir sind ja noch ganz früh. Glaubst du an diese Vision, die sie hat? Hab ich früher nicht. Aber woher wusste sie von diesem Ort? Ich glaube, sie hat irgendeine Art Gabe. Die sollten wir nutzen. Ich meine, sieh dir den Ort doch mal an. Ich glaube wirklich, das könnte sein, wonach wir gesucht haben. Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsgule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Ja. Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin auch sehr froh. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Ja, Leute, level up. Level up. So, wir dürfen jetzt wieder gemeinsam entscheiden. Das letzte Mal, oder Kopatopa, als du nicht da warst, habe ich hier Härte gewählt. Wir müssen jetzt hier bei Level 3 sein, aber wir können auch hier bei Level 2 was auswählen. Sag mir kurz, wo ich hingehen soll, dann kannst du die Informationen, bekommst du dazu. Schleichen, blutiger Tod, Waffenfreak, einsamer, umherziehender, Lebensspender, Aufmerksamkeit, Rüstmeister, erste Liga, Gewehrschütze. Schlossknacker, Schmied, Medikamentenresistent, Kampfhund, Hacker, Sandmann, mysteriöser Fremder. Ihr dürft entscheiden, was sollen wir pushen hier? Ihr seid dran, Leute. Okay, Minecraft sagt, ich soll irgendwas mit Hunden machen. Ich könnte ja meinen Hund hier gerne stärken, wenn ihr wollt. Das ist hier. Dein treuer Hundefreund kann einen Feind festhalten, wodurch du eine höhere Treffchance im Boards. What's F-
oder wie das auch gesprochen wird, erhältst. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die wir machen könnten. Oder wir können auch hier automatische Waffen oder Gewehrschütze, was ich besser finden würde, 20% mehr Schaden verursachen. Würde ich besser finden. Aber das müsst ihr entscheiden. Kampfhund oder der Schütze. Die Entscheidung liegt ganz bei euch, Leute. Ich würde sagen, wir können gemeinsam entscheiden. Das ist nicht das Problem. Das müsst ihr wissen. Wir können gerne das mit dem Kampfhund machen. Ich würde sagen, vielleicht machen wir das erstmal mit dem Gewehrschützen hier und danach machen wir das mit dem Hund. Wäre das ein Deal? Ich denke schon, oder? Bestätigen wir das erstmal und danach machen wir das als nächstes mit dem Hund. Versprochen. Wir müssen auf jeden Fall nachher unseren... Achtung. Okay, wir müssen mit dem sprechen. Hey, brauchst du was? Okay, ich weiß jetzt ganz genau, warum ich... ich das letztens hier losgelassen habe. Es ist einfach, weil ich keine Energie mehr habe langsam. So, die Power-Rüstung verliert deine Energie. Das hatte ich ganz vergessen. Nee, das Problem ist, dass der Stream ja immer etwas verzögert bei euch ankommt und ihr natürlich dementsprechend erst später darauf antworten könnt. Deswegen warte ich immer danach noch ein bisschen, weil eure Meinung ist mir sehr, sehr wichtig. Deswegen, ich möchte ja, dass wir gemeinsam Spaß haben, verstehst du? Also ich wäre ja kein cooler Streamer oder netter Streamer, wenn ich einfach drumherum entscheiden würde. Dann braucht ihr auch gar nicht bei mir zuzugucken, findest du nicht? Es macht das Ganze viel besser, wenn ihr irgendwie dabei seid und ihr mitentscheiden dürft. Finde ich zumindest. Aber es ist trotzdem traurig, dass wir so wenige sind und bei den anderen es über Hunderte geht. Ich wünschte, das wäre bei uns auch so. Es demotiviert jemanden schon etwas, ne? Halt die Klappe. Pack mich nicht ab. So. Hör mal, lass den Scheiß. So. Ich versuche ja auch ein bisschen witzig zu sein. Ich versuche auch ein bisschen gemeinsam Spaß zu haben. Schön gemeinsam? Wusa. Wusa. Ich bleib ruhig. Wir sind ja in irgendeinem. Dankeschön. Echt korrekt. Dogmeat hat einen Gegner entdeckt. Was hat er entdeckt? Wo ist der?
Achso, da. Habt ihr das gehört? Voll in die Presse. Das wird dein letzter Kampf. Boah. Junge, 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 ey, ist es dein Ernst? Hast du heute noch vor zu sterben? Ja? Möchtest du sterben? Gar kein Problem, sag mir einfach Bescheid. Toll. So. Und das hier mit der Cam und den Rest, das werde ich noch professioneller machen. Wartet nur ab. Genauso wie bei den anderen auch, dass man den Hintergrund komplett nicht mehr sieht, nur noch das Mikrofon und mich. Nee, ich glaube nicht, sonst hätte ich ihn eigentlich schon längst getroffen, glaube ich. Ich glaube nicht. Der Hund ist ja sozusagen mein bester Freund und außerdem sorge ich dafür, dass er trotzdem überlebt. Der hat was gefunden, der Coole. Was denn? Wo? Oh, du bist der Beste, Hammer. Wie geht's dir, Kumpel? Oh, warte mal. Hey. Hier drüben. So, komm mal her. Hey. Handeln. So. Ich würde sagen, wir geben jetzt mal ein bisschen was ab. Mein Inventar, abgenutztes Klemmbrett, Aschenbecher, Billard. Ach so, okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön, dass du da warst. So, die Brille geben wir ab. Kram. US-Flagge, E-Ring können wir behalten. Das geben wir ab. Kaffeetasse, Kaffeekanne. Den Hut geben wir ab, Ordner. Morgen. Also ich werde bis jetzt Ende dieser Woche auf jeden Fall noch immer fast jeden Tag streamen. Freitag auch noch, Samstag auch noch, Sonntag auch noch. Diese Woche werden wir noch komplett streamen, durchgehend. Und ab nächste Woche gibt es einen Sendeplan. So, Rattengift. Okay, das war es erstmal mit unserer Energie. So. So, das haben wir auch schon. Schlagring, Kleidung. So, jetzt kommt das Wichtigste. Das nehmen wir mit. Ich würde eiskalt weitermachen. Was soll ich machen? So. Wo ist denn jetzt mein Hund? Da. Ja, aber ich versuche ja was zu erreichen, unter allen Umständen. Hey, Black, da bist du ja.
Schön, dass du eingeschaltet hast. Ey, jetzt lag der Stream aber bei mir hier, Leute. Ehrlich. So. Komm mal her. Hey, komm her. Hier. So. Ganz ehrlich, meine Craft, ich würde trotzdem weitermachen. Ich weiß, dass es langweilig rüberkommt, wenn man nach einer Zeit immer alleine redet und so, aber ich möchte hier irgendwas erreichen. Ich habe ein Ziel. Ich möchte irgendwann mal eine riesen fette Community aufbauen und hin und her und alles Mögliche schaffen. Deswegen, ich arbeite zwar noch momentan mit kleinen Sachen, aber wenn ich irgendwann mal etwas größer bin, werde ich das alles erweitern. Und deswegen. Ja. Warum kann ich jetzt nicht sprinten, Alter? Ich habe doch jetzt alles abgelassen. Ist das vielleicht an der Rüstung? Ach du Scheiße. Okay. Komm mal her. Aufgepasst. Geh dorthin. Dorthin. Ach Quatsch. So ein Blödsinn. Das ist doch Quatsch. Keiner, also klar kann das jeder machen. Warum nicht, wenn du das möchtest? Auf jeden Fall. Das heißt ja nicht, dass du zu doof dafür bist. Das ist Quatsch. Shit, ich habe einfach viel zu viel. Ich verstehe. So, jetzt aber. Okay. Ich zeig dir das irgendwann mal, kein Problem. So, hier lang. So. Da ist er. Ja, Black, es wird auch mal Zeit, dass du mal ein bisschen Spaß hast hier. Sonst bist du immer so voll der Eiskalte. Und da weiß man gar nicht, ob du Spaß hast, ob du gerade lachst oder weinst. So, wir haben es gleich geschafft. Idiot.
Boah. Shit. Verdammte Scheiße. Du Scheiß. Das fuckt mich gerade ab, Leute. Das fuckt mich gerade ab. Mein Poweranzug hat keine Energie mehr gehabt, deswegen konnte ich nicht mehr. Deswegen. So, kurzer Moment. Ich mach mal hier so. Mein Poweranzug hatte keine Kraft mehr. Deswegen, ja. So. Halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Da, jetzt bin ich schon wieder hier. Ist das dein Ernst? Da, siehst du, oben links? So, okay. Ich muss mich mal ganz kurz nochmal neu ausrüsten. So, das haben wir schon mal. Warte, ich bin noch nicht ganz fertig. Kleidung. Das nehmen wir. Hey, hier drüben. Ja. Ja, deswegen, jetzt bin ich jetzt gerade dabei, erstmal alles hier abzulegen. So. Ich weiß, deswegen haben wir jetzt alles so viel, also wir haben so viel wie möglich abgelegt auf jeden Fall. Small.
scheiß Tiere, war. Ich hasse diese Viecher. Okay, sehr gut. Wie nennen wir denn unseren Hund eigentlich? Mr. Wow oder Mr. Wow Wow oder Mr. Dog? Snoop Doggy Dog? Snoop Doggy Dog. And Dr. Dre is at the door. Macht ihn kalt. Junge, wer schießt da die ganze Zeit auf mich? Hast du sie noch? Alle verdammte Scheiße. Ey, stirbt einfach nicht. Oh shit, falsche Taste. Verdammte Scheiße. So. Snoopy Dog? Snoopy Dog? Sollen wir das so machen? Okay. Dann nennen wir den Snoop. Snoop Doggy Dog. So. Schauen wir uns mal das an. So, wo ist mein Hundi? Wow, wow. Da bist du ja. Komm mal her. Hey. Komm her. So, handeln. Okay. Der kann auch hilfreich sein. Gut, dann sorgen wir doch dafür, dass das dabei bleibt. So. Golduhr. Hey, Schatz. Kaffeetasse, Kaffeekanne. So. Den Milzhut brauchen wir auf keinen Fall. Wer braucht das denn bitte? Das denn bitte? Das denn bitte? Wir hatten den noch Snoopy Dog genannt, oder nicht? Snoop Doggy Dog. So. Cool, wir haben was Neues entdeckt. Ja. Ja, hast einen riesengroßen Fehler gemacht, mein Freund. So, wir haben es gleich geschafft. Wir sind endlich gleich da. Und bevor wir jetzt nochmal die ganze Kack nochmal machen müssen, speichern wir hier ab.
haben sich mit dem Falschen. Ja, aber du hast ihn ja Dogmeat genannt, also hast du ja den Fehler gemacht. Der Hund kann ja nichts dafür, dass er so heißt. Der wollte ja auch Snoopy Dogg heißen eigentlich. Hör mal. Warte. Tut mir leid, habe ich jetzt eure ganze Familiensippe zerstört? Sippe? Ey, du musst das auch mal sagen, das macht voll Spaß. Sippe. Wow. Ach du Scheiße. Wir haben Gesellschaft. Ja, mach den fertig, sehr gut. So. Hey. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Schon okay. Ich gehöre zu den Minutemen. Ich bin hier, um zu helfen. Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Gibt es irgendwas, bei dem ich behilflich sein kann? Oh ja, ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Keine Sorge, ich kümmere mich für euch um diese Raider. Danke dir. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung. So, denkt ihr, wir gehen jetzt in die richtige Richtung? Sollen wir in die richtige Richtung? Wie sieht's aus? Was meint ihr? Ich denke, wir gehen in die richtige Richtung, ne? Denke ich auch. So. Ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal komplett alles ab. Ey, der hat hier viel zu viele Speicher. Ey, was ist das alles hier? Quicksave, Autosave, Autosave. Ich würde sagen, wir speichern hier einfach ab. Nein. Nein. Ich habe mir nur Verstärkung geholt. Sozusagen. Nein, ich habe mir Verstärkung geholt. Ich dachte, so ein Kippchen wird jetzt sehr gut tun. So, wir müssen in die Richtung. Da wir das Gebiet noch nicht entdeckt haben, müssen wir leider bis jetzt zu Fuß laufen. Aber bald sind dann auch Schnellreisen möglich. Das habe ich jetzt auf jeden Fall auch beim letzten Mal gelernt. Gut, bis jetzt macht es aber sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also es ist jetzt, oh shit. Das ist ein wilder Ghoul. Scheiße. Nee. Gucken wir mal, kommen wir hier weg? Oh shit, okay, es geht los. So. Lad nach. Voll in die Fresse. Sehr gut. Ja, endlich mal funktioniert mal was wieder einwandfrei hier und es klappt ja perfekt, denke ich. Nur es ist etwas traurig, dass wir gestern hatten wir eine super geile Community gehabt, da hat es richtig Spaß gemacht, ne? Aber das kann ja nicht jeden Tag sein, ne? Manche sind verhindert, manche sind nicht da. Aber passt schon, kriegen wir schon hin.
So, jetzt haben wir die neue Gegend wieder entdeckt. Da können wir jetzt auch eine Schnellreise machen. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt darin... Perfekt, ich danke dir auch dafür sehr. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass du auf jeden Fall dabei bist. Ich weiß nicht, ob es an den Spielen liegt. Vielleicht ist das Spiel einfach... ja, morgen ab 18 Uhr... Ich würde sagen, machen wir... Ja, machen wir ab 20 Uhr. 20 Uhr ist okay. Nur die Frage, die ich mir jetzt stelle, liegt es vielleicht an dem Spiel selbst? Ist ja, kann ja sein, dass es langweilig ist. Vielleicht müssen wir ein anderes Spiel nehmen. Aber ich kann ja auch nicht ganz halt die gleichen Spiele spielen. Verstehst du, was ich meine? Ach du Scheiße. Halt deine Fresse. Sehr gut. So. Toll. Da haben wir gar keine Munition mehr. Ja, das ist eine Sache, die kann ich bei vielen nicht verstehen. Das war damals in meinem Privatchannel auch so gewesen. Was wir auch mal machen können, ist mal Uncharted die komplette Kollektion mal zusammen durchspielen. Das könnten wir auch mal machen, das wäre ziemlich geil. Das war aber auch so. Ich habe dann mal die Leute mal gefragt, was wollt ihr spielen, was sollen wir zusammen zocken und so, und die wussten dann auch nicht. Lexington, perfekt. Und dann haben die gesagt, ja, ich möchte das und das und hin und her, und das hat dann doch nicht geklappt. Ja. Mal gucken. Je nachdem, wie wir beide noch Lust haben. So, wir haben den Super-Duper-Mart erreicht. Also mir macht das Spiel langsam Spaß, muss ich ehrlich gestehen. So schlecht ist es ja gar nicht. Okay, lass die Ghouls erstmal töten. Junge! Oh, das kann doch nicht wahr sein. Shit! Jetzt reicht mir mit euch aber. Ey, er will einfach nicht sterben, ne? Verdammte Scheiße. Okay. Dankeschön. Ich werde noch lustiger. Ich brauche nur jetzt verdammte Scheiße, ich kann nicht mehr rennen. Okay, gucken wir mal, ob sich das überhaupt gelohnt hat, was wir hier aufgenommen haben. Ne, irgendwie nicht. Ablegen, 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 ablegen. Ablegen. So. Gucken, was hat der so? Komm raus, Remarin. Ist kurz und schmerzlos. Glaub mir, nichts mehr zu sehen von ihm. Patronen. Okay, okay, okay. So, wir gucken mal, was wir aufgenommen haben. Kurz noch einen Blick. Okay, das können wir eigentlich ablegen. Leichte Kleidung auch. Eine können wir davon ablegen.
Geflickte blaue Jacke. Können wir ablegen. Ehering. Ja, Ehering ist was Wichtiges. Lassen wir das. Aber wir haben noch was Neues bei Waffen. Ja, setzen wir das unter die Favoriten. So. Perfekt. So, wir sind ganz in der Nähe. Wir müssen hier entlang. Ich hoffe, dass wir das morgen schaffen. Also, dass wir das jetzt schaffen hier. Das heißt morgen. Ich habe das Spiel jetzt noch nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe es jetzt gerade nicht. Aber ich würde es sehr gerne jetzt spielen. Ich hätte da voll Bock drauf eigentlich, aber volle Kanne. So, hier geht's richtig rund. Hier geht's aber volle Kanne rund. So. Da ist einer. Da ist noch einer mit einer Maschinenpistole. Ich weiß das ganz genau. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall. Ja, natürlich. Wir können auch gerne später ein anderes Spiel noch spielen. Voll in die Fresse. Sehr gut. Wir haben 7 Spiele zur Auswahl. 7 Stück. Das ist doch schon mal was. Warte. So. Kurzer Moment. Das hier, da mache ich ja gerade ein Let's Play draus, das geht nicht. Das habe ich zur Auswahl, das haben wir gestern gespielt, das haben wir. Das habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Und sogar, wir könnten sogar das hier spielen im schlimmsten Fall. Ja, und das hier. Spielen wir ja gerade. So. Ah, Kopa Topa, du bist ja wieder da. Schön, dass du wieder da bist. Sind wir wenigstens nicht so alleine. Ja, wenn ihr alle dafür seid, warum nicht? Wir können gerne. Oh shit. Wartet mal.
So. Was denn? Oh, ich habe ihn voll mit dem Arm abgeschossen, das tut mir leid. Scheiße, was war das? Krieg dich mal wieder in den Griff. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Oh Mann, hoffentlich sind es nicht wieder wilde Ghule. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Outlast haben wir durchgespielt, genau. Wir können gerne The Evil Within spielen, das ist auch gar kein Problem. Können wir von Anfang an starten? Alles gar kein Problem. Ich bin für euch auf jeden Fall da. Wir entscheiden gemeinsam, was wir zocken. Eine Urbanmarke. U-Bahn-Marke. Was immer das auch sein mag. Oh shit. Ganze Aufregung wegen nichts. Und schon müde. Hast dich verpisst, was? So. Verdammte Scheiße. Sehr gut, Alter. Komm schon. Oh shit, mein Hund macht die alle fertig, wa? Shit. Jawohl. Sehr gut. Ja, gibt es. Gibt es auf jeden Fall. Okay, 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 okay. Gucken wir mal schnell. Ich trage wieder zu viel. Was ist das? Shit. Also in meinem Channel haben wir das hier noch nie gespielt.
So, jetzt habt ihr auch Musik. Damit. So gut, dass er aggro geworden ist. Ne, ich habe The Evil Within hier noch nie durchgespielt. Also in diesem Channel zumindest noch nicht. Gefällt euch die Musik? Ist das gut? So. Okay. Hier haben wir nichts Wichtiges. Ich habe keine Haarklammern. Shit, ich brauche normalerweise Haarklammern. Entscheidung liegt ganz bei euch, Leute. Ich mach das, damit es euch besser geht und damit ihr Spaß habt. Hey, hier. So, gucken wir mal, was können wir denn hier alles ablassen bei ihm? Billardquelle brauchen wir gar nicht. Benzinkanister können wir nicht gebrauchen. Aschenbecher können wir ablassen. Brille können wir ablegen. Ehering. So. Fusionszelle. Wir, das entscheidet ihr. Entscheidet euch, diskutiert drüber. Und dann könnt ihr mir sagen, was wir machen. Die Entscheidung liegt komplett bei euch, Leute. Schicke Haarbürste. Schnapsglas. Ganz ehrlich, ich habe schon fast alles gespielt. Aber es macht mir immer wieder Spaß. Nee, noch nicht. Leider nicht. Ich brauche noch eine Hunderüstung. Leider noch nicht. Shit. Noch nicht. Oh shit. Okay, wo war das genau? Oh shit, der ist ja am Brennen. Verdammte Scheiße. Jo, du packst mich richtig ab mit deinem. Ach ja. Guck
Gucken wir mal. Diamond City Radio. Ihr hört Diamond City Radio und ich. Wo war das genau? Ihr wisst schon, ich bin's. Travis, so sieht's aus. Wenn ihr herausfinden würde, dass ein Angehöriger. So, wo genau ist es? Könntet ihr. Keine Ahnung. Einschreiten. Oder wohl auch. Ich pass auf, versprochen. Ich werde den nicht im Stich lassen, ganz im Gegenteil. Ich muss jetzt nur wissen. Du hast doch irgendwo was gesehen, meinst du? Nee, ist irgendwie nicht. Shit, ich gehe ja selber schon gleich drauf. Yeah! Oh shit. Warte, warte. Was? Ich hab keine Munition mehr. Dein Ernst? Okay, ich gehe gleich mal lang mit Mutter. Kurz einen Moment. Shit, 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 shit. Die Musik ist doch super. Okay, ich gehe mal langsam runter unter Kleidung. So, ich gehe jetzt langsam runter. Was? Slot nach rechts, okay? Hier unter Hilfsmittel, meinst du, oder meinst du hier auf Daten? Oder meinst du auf Karten? Oder meinst du hier auf Diverses? Nach Kleidung, okay, okay. Nach Kleidung. Hilfsmittel. Diverses. Schrott. Modus oder Munition? Nein, Munition. Ihr entscheidet. Da, jetzt wolltet ihr Musik, jetzt kriegt ihr Musik. Schrott. Da. So, jetzt geh ich mal langsam runter, von oben nach unten. Was ist das denn? Pistol packing mama, lay the thing down before it goes off and hurts somebody. Oh, she kicked out my windshield and she hit me over the head. She cussed and cried and said I'd lied and she wished that I was dead. Oh, lay that pistol down, babe. Lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down with three tough gals from deep down Texas way. Ja, das habe ich gerade eben auch gedacht, aber ist es nicht. Leider. Du meinst das hier, ne? Was ist denn, wenn ich das dem Hund gebe? Wie findet ihr Musik? Schön, ne? Hey.
mama, lay that pistol down. Voll gechillt, ne? Komm mal her. Geh dorthin. Jetzt? Nee, das hat nichts gebracht. Schade. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Oh shit, wo ist der? Scheiße. Shit. Hallo Pascal, Shadow, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Mein Lieblingsspiel, es gibt nur... Warte, was sind meine Lieblingsspiele? Beyond the Souls, Until Dawn, momentan aktuell. Was ich auch sehr gut fand, war Just Cause 3. Need for Speed war nicht schlecht. Das hat Spaß gemacht. Das ist nicht schlecht. Das macht gerade so Spaß, aber es ist kein Lieblingsspiel. Was ist denn dein Lieblingsspiel? Hallo? Ja, das stimmt. Was ist denn dein Lieblingsspiel? Arne Hagen, schön, dass du wieder dabei bist. Aha, ich habe eine Patrone. 5 Stück. Wow, 5 Stück. Unglaublich. So. Just Cause 3 ist auch zum... Arne Hagen, ich streame ziemlich lange. Pascal, Just Cause 3 ist auch ziemlich cool. Aber das Problem ist, das wurde den Leuten zu langsam langweilig. Deswegen habe ich jetzt gewechselt. So, jetzt müssen wir hier weiter aber. Und... Schachtelzigaretten. Oder ein Sturmfeuerzeug. So. Aber das wurde den Leuten zu langweilig, deswegen habe ich mich gedacht, wir zocken hier mal was anderes. So ein lecker Spielchen. So ein Spiel, was ich auch nicht kenne. Habt ihr mal nicht Lust, heute Abend so zu gruseln irgendwie? Oder so Angst zu kriegen? Bin ich hier überhaupt richtig? Du hörst ja schon an unserer Musik, dass wir alle alt sind. Yeah. Yeah, oh, yeah. Wir laufen in die falsche Richtung irgendwie. Oh, wir haben noch... Wo wir alle gruseln können. Oh shit, falsche Richtung. Alles klar, wir gehen wieder zurück. I don't want to set the world on fire. Ich hatte mal Driver Club hier drauf gehabt, das wurde mir aber zu ätzend irgendwann mal. Das war so zu kotzen, ey. Ich habe immer die ganze Zeit verloren.
Auf jeden Fall Angst. Nee, Leute, tut mir leid. So viel Geld habe ich leider nicht. Ich bin auch nur ein armes Schwein. Kuppa Truppa, wie mache ich das denn hier mit der Bank, um meine Waffen zu wechseln? Okay, alle möchten Angst. Pascal, also du hast recht. Abwechslung muss auf jeden Fall sein. Nachrichten. Also mehr ein, ihr wisst schon, ein Gerücht. Jemand? Bin mir nicht sicher. Wer Dinner, Dinner, Chicken Winner. Habe ich aus einem ich meine, Film. Wahrscheinlich ist das Putzmittel. Egal, wer, aber egal, jemand hat gesehen. Putzmittel. Also, Pit. Ja. Also jemand hat. Was soll denn so ein armer Student wie ich denn schon bitte leisten? Person in einem, hey, dorthin. Da. Eine Werkbank. Ich finde aber keine Werkbank gerade. Komm her. Und los. Geh weiter, Junge. Wo ist der Alte? Ey, wo bist du nur? Hündchen. Warte, sehe ich Killer aus? Ich sehe Killer aus, ne? So. Ich mach dann einfach mal wieder Musik. Hier kommt Frankie Carl mit Outlast, haben wir schnell durch, ey. Das haben. Ich kann das, ich habe das Spiel für euch schon so oft durchgespielt, dass ich das schon auswendig kann. Also ich bitte euch, wo ist dieser Hund? Du verdammter Hund. Da drüben, Junge. Da bist du ja, verdammt. Wo bist du denn die ganze Zeit, Aue? Komm mal nach hier. Hier drüben, Kumpel. So, handeln. Dann handeln wir. Ja, komm her, wir handeln jetzt. So, meine Munition, mein Schrott. So. Oh ja, jetzt kommt wieder meine Musik. So, ich glaube, wir waren hier richtig schon. Soma wäre auch keine schlechte Idee. Soma ist auch ziemlich cool. Aber ihr pennt dann alle immer sofort ein. Until Dawn würde ich gerne spielen, aber das Problem ist, ich mache gerade ein Let's Play draus und ich kann einfach nicht den Speicherort, wo ich gerade bin, einfach löschen. Oh, wer schießt da die ganze Zeit auf uns? Wer war das? Verdammte Scheiße. Oh, shit. Ey. Oh. Ja, dafür müssen aber alle sein, ne? Ich möchte, dass alle gemeinsam Spaß haben. Guck mal, Kuppa Truppa ist auf einmal für Evil Within. Also, dieser Radiosender hier, wir haben keine echten Einnahmen und es gibt... Ach, bist du dir sicher, nach so einem Atomkrieg, dass da noch Einnahmen kommen? Oh mein Gott. Leute wie, die Power Noodles. Kuppa Truppa, was hast du denn gegen Soma, wenn ich fragen darf? Würde mich mal interessieren. Kein Problem.